Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Altipack 3. Und ja, heute zu etwas abendlicher Stunde, ich würde zu meinen Verhältnissen 10 vor 10 haben wir schon. Ja, normalerweise nehme ich ja irgendwie früher oder eher, ja doch, eigentlich nur früher auf später, eher nicht früher oder später, kann man hier leider nicht sagen. Ja, und ja, wir sind im Geschehen und dieser Baum ist hier gewachsen, tatsächlich. Das ist der Greenheart-Baum, genau. Den hatte ich in meiner Truhe gefunden und den wollte ich mal unbedingt pflanzen. Und der sieht relativ nett aus, wie ich finde. Den wollen wir dann irgendwie auch mal fällen. Irgendwie muss man sich mal da dran hochrangeln. Das geht sogar vielleicht wirklich mit dem Grafter. Und da holen wir uns mal ein paar neue Setzlinge. Dann sind wir bei Forestry schon ziemlich weit mit der Baumzucht, glaube ich. Aber mit dem Einzelnen kann man auch nichts anfangen. Vielleicht finden wir noch ein paar mehr. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was sich alles geändert hat seit dem letzten Mal. Mod-Updates halt tatsächlich. Die neue Modpack-Version ist draußen. Die 1.01 kam ja auch raus, wo man keine Welten laden... Holy shit. Wo man keine Welten laden konnte. Ach, guten Tag. Sie sind aber pigmentiert. Oh Gott. Ja, entschuldigt diesen absolut grottigen Witz. Ich habe schon ganz vergessen, wo ich war. Auf jeden Fall weiß ich nicht ganz genau, was sich jetzt geändert hat zwischen der letzten Folge und dieser. Allerdings habe ich ganz viele Erze geholt. Das ist so eine Sache, wenn sie es mal anguckt. Haben wir, oh Alter, mein Mikrofonkabel, das wird immer lockerer. Naja, solange es so aufnimmt. 145 Eisenblöcke, das ist echt extrem viel. Wir haben auch noch hier die Redstone-Erze als Erzblock wirklich. Und hier auch 12 Diamond Ores. Die habe ich aus dem Nether, weil da gibt es echt viele Erze. Vielleicht mache ich das sogar ein bisschen weniger mal. Aber ihm geht's hier gut. Okay, dann sollen sie ruhig spawnen. Ist mir eigentlich auch Wurst. Und ja, wir hatten ja dann das letzte große Projekt, nämlich mit der guten Multi-Page-Chest, die uns auch treue Dienste erweist, aber jetzt eigentlich schon kurz vorm Abschaffen ist tatsächlich. Ja, das ist so eine interessante Sache. Ja, wir wollen nämlich das neue System machen, mit Hilfe des Ender Rifts. Das ist auch eine neue Modifikation, die dazugekommen ist in den letzten Updates. Und dann machen wir hier am besten mal ein wenig die Bahn frei, dass wir hier gut drauf zugreifen können. Eigentlich noch höher. Das ist eigentlich hier oben, findet das meiste statt. So dachte ich es mir zumindest. Hier können wir nochmal voll machen. Das interessiert hier keinen. Gut. Ja, das Ding ist nämlich eine 3x3 Blockstruktur, also 3x3x3x3, also Würfelform, rundherum. Und das wird dann diese Kiste hier ersetzen. Dann gucken wir mal, hier diesen Crystal-Dingens, den habe ich da mal außer Betrieb gesetzt, bis wir den wieder benutzen. Ob wir den je benutzen, ist auch so eine Sache. Ja, nach oben müssen wir eigentlich gar nicht mehr gehen, hier unten findet ja alles statt. Ja, wir brauchen dafür erstmal ein paar Eisenblöcke. Ich weiß gar nicht, wie viele waren es. 8? Es könnten 8 gewesen sein. Ich meine, es wären 8 und 12. Haben wir noch Redstone-Blöcke? Tatsächlich nicht. Ich meine, es wären 8 und 12. Ist schon recht teuer, aber macht nichts. Gucken wir mal hier bei Ender Rift. Genau, Ender Rift Core. Das ist der wichtigste Block eigentlich. Können wir den craften? Nee, es fehlen Ender-Chests und dafür fehlen die Ender-Perlen. Das ist auch so eine Sache. Die können wir uns aber mit Hilfe des tollen Minium-Steins aus 4 Eisenbarren machen. Zack. Rein damit. Und jetzt dürften wir uns eigentlich auch das hier machen können. Wir haben tatsächlich Blazewards habe ich ein wenig gefarmt im Meter. Ich habe mal endlich meine Festung gefunden, weil es auch nicht spektakulär ist. Hat man auch schon 1000 Mal gesehen. Allerdings brauchen wir das hier, ein Ei auf Ender hierfür, für die gute Endertruhe, also auch eben schnell gecraftet. Und den guten Hopper, den können wir uns auch noch machen, sehr schön. Und wir haben ein Ender Rift Core, das ist fast das wichtigste Item. Allerdings brauchen wir auch ein Item zum Aktivieren, das ist nämlich das hier. Und wir brauchen hier noch 5 Stück waren das, ne? 5 weitere, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wir haben hier keine Iron-Dingens mehr. Warte mal. Hier ein ganzes Stack. Und noch einen. Zack. Perfekt. Ah, Lucias zweiter Titelsong aus Pokémon. Das ist auch schön. Und ein Ei auf Ender brauchen wir auch noch. Genau. Magma-Creme. Können wir uns das machen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Können wir... Oh ne, nicht schon wieder in die Schmelzerei. Ich will nicht.
Jellyfish. Ein Water Garden. Und den Cheese Curtain, das hatten wir letztes Mal ja alle schon gehabt. Es gibt anscheinend keine gute Möglichkeit. Mobdobs. Ach wirklich. Keine gute Möglichkeit, Schleimbälle zu machen. Ob uns das so gefällt, in der Schmelzerei zu baden, das weiß ich auch nicht genau. Aber es bleibt uns anscheinend nichts anderes übrig. Üblich, ja. Übrig. Ich bin noch einer. Ja, zu wenig nehme ich auf. Das gibt's ja gar nicht. Der 4-Tage-Rhythmus. Wird er sich doch mehr lohnen? Damals hatte ich 1000 Aufrufe pro Tag aufs Video bekommen. Da war ich voll drin. Da hatte ich manchmal sogar 2 Videos pro Tag. Und hier nehme ich so alle... So jede Woche nehme ich mal so auf. Auf jeden Fall meine Singleplayer-Projekte. Das ist schon... Kommt man hier echt leicht aus der Übung. Und das ist schon wenig tragisch. Ich könnte mehr bringen, natürlich, aber... Lohnt sich leider nicht mehr. Aber allerdings muss ich sagen, hier bei der Serie gab es auch ordentlich schon gut Feedback. Und hier das Pferd, das wurde ja auch schon. Namensvorschläge waren zum Beispiel Sleipnir, wenn ich mich recht entsinne. Vom Son of Midgard. Und Horst... Vom Chris Walker, glaube ich zumindest. War das von ihm? Ich glaube schon. Und dann werde ich jetzt einfach Horst Sleipnir nennen, als Doppelnamen, richtig dämlich. Aber ich denke mal, das ist auch perfekt aus beiden Wünschen zusammengemacht. Wird ein toller Name sein, wird sich das Pferd auch sehr drüber freuen, denke ich mal. Ja, also es heißt wieder in der Schmelzerei baden, was wir ja so gerne tun. Und da würde ich aber sagen, da empfiehlt sich ja sehr der Peaceful-Modus für. Weil ich nicht so viel Lust habe, jetzt ganz viel zu verlieren. Okay, wir sollten vielleicht die Rüstung ausziehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Schaden macht, aber sicher ist sicher. Ja, und wir heilen uns zumindest ein bisschen schneller dadurch. Das ist sonst ein bisschen hirnig. Und wir können dann auch dann uns ein bisschen Essen sparen. Ja, okay. Wir brauchen nämlich 3 Slime, ne, 4 Slimeballs, ne? Ja, wir brauchen 4 Slimeballs für 4-mal Magma-Creme. Molten Core haben wir tatsächlich, glaube ich, sogar. Genau, ja. Das kann sein. 4. Oh, naja, okay. Wäre trotzdem ganz schön, wenn wir jetzt mal wieder. Wie viel haben wir denn? 340. Ich weiß nicht, inwiefern das reicht. Für so 2, ne? Für 2 ein bisschen. Ja. Hier ist dann Schluss, genau. Ja, ist zwar schon Nacht geworden, aber. Erstmal schön wieder hier reinlegen, das ist doch immer sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob wir heute mehr schaffen als das, aber das wäre allein schon mal ein richtig großer Fortschritt. Ender Rift wird wohl kein Mensch kennen, das zeige ich euch dann genauer, wenn wir halt auch dazu kommen. Da sind wir ja gleich bei, nachdem wir jetzt hier genug Blut gefarmt haben. Jetzt mal Schluss hier. Zack. Ach nee, ist wieder das Blei unten. Ja, logischerweise. 190, okay. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viel da abgezapft wurde, aber es reicht nicht. Nee, wir haben noch 50. Okay, und wieder reingesprungen. Naja, welche tolle Möglichkeit. Wir brauchen definitiv irgendeine Schleimfarm oder so. Habe ich meinen Lebtag auch nie gemacht. Ich wusste auch nicht, dass man so viel mal brauchte dafür. Ich weiß gar nicht, wo ich die Schleimbälle her hatte, in Altipack 2 zum Beispiel. So, ist mal wieder Schluss. Reicht das Ganze? Ah ja, gut, wieder Blei, natürlich, klar. Wir brauchen natürlich eine heiße Flüssigkeit. So. Und das reicht tatsächlich. Sehr, sehr schön. Rein damit. Haben wir der Rüstung. Und wir können das wieder hier zubauen. Dann gehen wir einmal fresh ratzen. Und jetzt können wir weitermachen mit dem ganzen Spökes. Ich hoffe, wir können das auch aus Blut machen. Ich hoffe es sehr. Poison. Dann versuchen wir mal mit dem Blaze Powder. Oh ja, es geht. 1, 2, 3, 4. Schön. Und können wir uns das Ganze machen? Ja, können wir. Und dann sind wir auch schon fertig. Ja, 2 Enderperlen hatte ich noch. Gut, das Craften geht folgendermaßen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Ich meine, das müsste so gehen. Hier die Blöcke an den Rand. Dann Redstone hier. Dann brauchen wir noch sowas wie Granit zum Beispiel, um hier den Core ranzusetzen. Dann können wir das wieder abbauen. Dann 1, 2, 3, 4... Und eigentlich nur noch den Rand. Ich hätte mal auch zu viel. Ich verwirrt das ein wenig. Wir können das dann hier hin machen. Ich hoffe, ich mache nicht komplett einen Mumpitz. Ne, warte mal. Wir haben uns da komplett verschätzt. Im Survival habe ich es noch nie gebaut. Deswegen ist es klar. Machen wir hier wieder die Blöcke hin. Ja.
Da gehört auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zu. Ist ein wenig verschätzt. Brauchen wir einfach noch mehr Eisen, nehmen uns einfach mal da so ein bisschen was raus, was wir haben. Ja, so viel Eisenblöcke. Ist unfasslich. So. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Redstone. Kostet relativ viel, aber danach hat man es einmal. Das ist ja auch ganz praktisch. Lass mal vier Blöcke auf. Was Provisorisches. So und so. Genau, hier brauchte man die nicht. Ja, ja. Okay, klar. Hier müsste dieses Interface. Ja, ja, so ist das, genau. Gibt leider wahnsinnig schlechte Dokumentationen dazu. Muss man aber allerdings mit leben. Und jetzt können wir das aktivieren, indem wir einfach mit einem Ender Rift rechts klicken. Und da ist es gebaut. Das Ender Rift. Und das ist praktisch die Black Hole Chest der Zukunft. Und wir können jetzt hier alle möglichen Sachen rein. Wenn wir hier rechts klicken, können wir noch nicht mit interagieren. Warum auch immer. Braucht dann doch ein bisschen. Doch ein Slot ist used. Ich frage mich, mit welchem das ist. Nee, ich dachte schon, das ist jetzt eingenommen. Braucht dann doch wahrscheinlich Energie, bis man damit interagieren kann. Können wir wieder zurückstufen. Braucht sogar kein Eisen. Wir hatten die Eisenblöcke einfach hier, ja. Wir hatten die dann zu tief platziert. Und das ist eine schöne Struktur. Und die braucht jetzt erstmal Strom in diesen Punkten, in diesen Füßen, bis ich das rausbekomme. Das hat auch so lange gedauert, weil das einfach nirgendwo gezeigt wurde. Richtig. Und man kann das nur in diesen Fußpunkten hier. Oder halt auch da oben. Oh nein, diese klassische YouTube-Musik. Die kann man da nur bepowern. Und da brauchen wir wieder unsere guten X-Net-Cables und den Connector und so weiter. Haben wir natürlich nicht mehr, ist ja klar. Ja, sagen wir erstmal wieder X-Net. Da ist er. Ne, Network-Cable haben wir bestimmt noch. Ja, 11 Stück reichen definitiv. Die Connectors waren das ja hier. Ein Connector. Genau, und dann sagen wir hier einen sexy Punkt und hier Network, hier Network Cable. Sehr schön. Natürlich auch wieder hingekackt und hingeschissen aus, so ist es halt. Und wir können jetzt im Controller sagen, das Ding braucht natürlich auch einen Stromlayer mit einem Input. Und jetzt wird es langsam bepowert und sollte dann sich auch mit Strom füllen. Wie viel ist das? 1 Million? Sieht nach 1 Million aus. Ja, tatsächlich. Füllt sich auch schon ordentlich mit Strom. Und ja, jetzt wird es immer größer. Je mehr Energie es bekommt, desto größer wird der Ball hier drin und zeigt auch die Power an. Und gleich geht's alles in die Luft und die Basis ist weg. Nee, keine Sorge. Und jetzt ist es formed, es ist powered. Also könnten wir eigentlich schon versuchen, diese Cables ranzuwerfen. Und jetzt haben wir schon 2 Slots used. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen zum Beispiel hier einen Stack Salz loswerden. Zack rein. Und 3 Slots. Und das kann man jetzt mit allen Sachen machen, die wir in unserem Besitz haben. Und das Ganze können wir dann, diese Core, wenn wir das dann mit dem Storage-Boss ranpacken, müssten wir schon unsere Sachen sehen. Wir haben bestimmt auch keine Fluix-Cables mehr. Ich weiß gar nicht, wie wir bei der letzten Folge verblieben sind. Doch, wir haben tatsächlich auch ordentliche Fluix-Cables. Okay, das passt sogar. Dann sagen wir hier, Storage-Boss, gute Nacht, es war schön mit dir. Sagen wir hier Flux, Flux, Flux. Machen wir hier schon mal den Bass dran. Und so. Schön, schön. Wir brauchen unbedingt auch eine Wrench. Und jetzt müssten wir eigentlich hier sehen. Ja, tatsächlich. Die 10 Network Cable und 64 Salz. Das, was wir halt eben gerade reingehauen haben. Das ist richtig praktisch. Und viel sicherer als die Black Hole Chest von TubeStuff, die gibt es ja mittlerweile eh nicht mehr. Also einfach genial gemacht. Und wir haben die Network, die Rift ID 1, wie man auch bei Weiler oben sehen kann. Was nicht unerheblich ist, weil wenn das Ding mal weg sein sollte, kann man sich immer noch das Rift neu klonen. Und man kann sich die gleiche Struktur hier, wie mit einer Enderkiste, kann man sich überall hinportieren. Wenn man sich diesen Orb macht, den wir uns auch schon vorhin gemacht haben, zum Rechtsklicken.
kann man sich dieses Rift unendlich duplizieren. Also irgendwann gibt es ja schon ein Limit, aber auf jeden Fall, so viel man halt daran Spaß hat. Also zum Beispiel an zwei Basen könnte man den gleichen Rift platzieren und man hätte den gleichen Inhalt. Und das ist bei so einer großen Itemmenge schon ein enormer Vorteil, würde ich sagen. Ja, und jetzt heißt es eigentlich nur, das ganze Zeug könnte man natürlich auch da reinpumpen. Bleibt einem relativ offen, wie man das handhabt. Ich weiß auch gar nicht, was das Klügste jetzt wäre. Auf jeden Fall kann man hier alles reinhauen, wie man lustig ist. Und er wird es alles im Inventar haben. Und das Ding geht halt auch nie kaputt. Das ist auch sehr gut. Mobschaden sollte natürlich auch sein. Ich weiß nicht, ob Mobs das sprengen können. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber wie man sieht, ist alles hier perfekt. Und dann werde ich jetzt erstmal eine schöne Zeit verbringen, das Ganze da reinzuhämmern. Okay, dann sieht man sich gleich wieder. Bis gleich. Ja, und das war's tatsächlich. Die ganze Truhe ist schön leer. Das ist perfekt. So, da können wir sie auch endlich offiziell abbauen. Gute Nacht. Und wie man hier sieht, Given, Storage Bus und Glass Cable Fluix to AC Gaming, die sind mir beide nämlich da reingefallen. Das ist nämlich das Doofe daran. Also, was heißt Doofe? Aber, naja, es ist ein bisschen vielleicht ein Ansatz vom Balancing, dass dann Sachen, die in die Nähe fallen, direkt aufgesogen werden. Allerdings ist es auch sehr praktisch, da kann man einfach die Rohre da auch enden lassen, dann geht das einfach da rein, wenn das da rausploppt. Ziemlich lustig gemacht, aber die sind mir da reingefallen und das rausbekommen ist halt richtig schwer. Man kann irgendwie darauf zugreifen, dass man einen beliebigen Stack daraus bekommt, also ein random Item daraus. Und ich wollte deshalb keinen neuen Storage-Spaß, nur wegen dieser blöden Sache da machen. Deshalb so gelöst. Ja, und jetzt haben wir das jetzt wieder schön alles verkabelt und wie man hier sieht, alles schön drin. Jetzt können wir nämlich sagen, hier, ein Block hier. Aus dem Block of Iron alles craften, was nur geht. Schön, da hätten wir's. Und alles rein. Alter. Und wie viel Eisen haben wir? 1236. Holy shit. Jetzt können wir natürlich echt alle Blöcke verkleinern und es war so notwendig. Ja, es war so notwendig. Oh, endlich vernünftig mal craften können wir diesen ganzen scheiß Sachen hier. Oh, immer in Blöcken und dann wieder den Block auseinander machen. Oh Mann, da habe ich jetzt echt darauf hingefiebert, dass wir das endlich machen können. Und es gab zum Glück so eine Modifikation. Ich habe mich extra noch auf Reddit erkundigt, was es da als Ersatz gibt. Und mir wurde tatsächlich das Ender Rift vorgeschlagen. Die hatte ich schon mal gesehen, die Modifikation. Dachte aber nicht daran, dass sie wirklich so krass ist, weil die Dokumentation halt echt für den Arsch ist. Man kriegt halt kaum Informationen darüber. Muss man sich echt alles so selbst ausdenken jetzt nicht gerade, aber jedenfalls ausprobieren. Auf jeden Fall alles, ja. So, und da haben wir auch schön die ganzen Reserven. Oh ja, das sieht schon ziemlich einladend aus. Und wir haben ja noch einiges als Erz. Ja, wunderbar. Wie viele Slots haben wir denn verbraucht? Steht das hier irgendwo? Ja, hier müsste es wieder stehen. 338 Slots, also 338 verschiedene Items. Wir müssen uns mit nichts mehr rumärgern. Mir wurde ja auch vorgeschlagen, oh, Nichijou-Musik, super. Mir wurde auch vorgeschlagen, dass ich dann die Infinity-Upgrades drauf mache. Auf die Barrels hier oben. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob ich die lassen soll. Ich kann auf jeden Fall das Apatit, das können wir mal rausnehmen. Das braucht kein Mensch. Und auch das Entfernen mit dem Rest. Ich habe halt echt keine Ahnung, ne? Obwohl man die eigentlich auch, ja, können wir jetzt eigentlich auch abbauen. Ich meine, das sind ganz schön, aber brauchen wir halt echt im Leben nicht mehr. Das wird immer unser Maschinenraum bleiben, mehr oder weniger. Hier wollte ich dann irgendwie noch so eine Tür reinmachen oder so. Ich habe da jetzt noch nicht so wirklich die Ideen aktuell. Und dann machen wir das so ein bisschen schöner. Hier wird dann so ein kleiner Experimentierraum werden. Je nachdem. Wo dann auch eventuell das Autocrafting stattfinden wird. Das wollte ich so ein bisschen offen lassen hier. Das ist auf jeden Fall, weil das ja so nah an unserem Lagerungssystem ist, werden wir da vielleicht irgendwas machen, was hier noch mehr lagert. Ein paar Tanke oder sowas hin. Oder Tanks, eher gesagt. Tanke. Aber Tanke klingt doch viel besser. Sollte man einführen. Tanke. Oder kann man Tanke sagen? Warte mal, jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Nein, man kann Tanke tatsächlich nicht sagen, obwohl das auch schon mal auf Seiten so geschrieben wurde, habe ich bei Linge gesehen. Egal, ziemlich off-topic das Thema. Gut, die Rangers wieder hier rein, ja, relativ ernüchternd. Aber wird dann hier so ein Strom und was weiß ich für Zufuhrkeller. Dann wären wir eigentlich auch schon bei der, was heißt schon, aber wir sind auf jeden Fall jetzt bei dem Ende der Folge. 397 fucking Slots. Mit den Drives wären wir schon wieder sonst wo hingekommen. Gut, dann gehen wir jetzt auch einmal schön schlafen und dann werden wir uns in der nächsten Folge dann, entweder gehen wir dann in die Mining Dimension oder wir fangen dann schon mal an mit Mechanism wieder einmal. Die ganzen Standardmaschinen, ich möchte dann auch schon gerne
schon ziemlich krasse Factories direkt machen, also nicht bei dem Standardzeug bleiben, sondern direkt weitermachen, dass wir schon ziemlich schnell die geupgradeten Maschinen bekommen, um halt auch eine schöne Technikinfrastruktur zu bekommen. Die würde ich dann sehr gerne hier reinpacken. Mechanism, glaube ich, ja, hier wollte ich das reinpacken, genau, hier an diese Ecke. Da kann man jeden Raum noch für mehrere Sachen nutzen. Und ich denke mal, mit den zwei Räumen kommen wir jetzt erstmal für die erste Technik gut aus. Ob wir Thermal Expansion auch machen, das sei mal dahingestellt. Ich wollte auf jeden Fall Industrialcraft nochmal machen, weil ich jetzt auch Uncomplication hier drauf habe, wo das alles ein bisschen unkomplexer gehalten wird. Also es macht ein bisschen mehr Spaß. Und vielleicht machen wir dann auch noch ein bisschen Strom mit Water Power, obwohl das hier extrem ist, wenn wir nochmal gerade hier einen Blick reinwerfen. Hier sieht man ja schon mal genug, wie viel Spaß das hier macht, wenn man sieht, so ein Rotorblatt sich machen möchte. Hier so ein Diamant. Ist ja so billig. Ha! Nee, aber die Watermill an sich. Wenn man hier die teuerste. Zack, 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 zack. Da braucht man natürlich immer mehr und man kann die bis MK16. Und hier hat man auch schon Spaß. MK7 Stator. MK7 Circuit. Mit Lapotron Kristall. Mit einem Data Ball. Dense Compressed Rubber Plate. Natürlich, warum auch nicht. Gummi kann nie dicht genug sein. Oh, Alter, that's what she said. Okay, ich höre jetzt auf. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.